Hallöchen YouTube, ich begrüße euch heute mal wieder zu einem kleinen Video. Und zwar wieder zu Hunt Showdown. Vielleicht hört ihr es ein bisschen, ich bin ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise habe ich derzeit mit meiner Hausstauballergie zu kämpfen, wodurch ich eher so klinge wie Darth Vader. Aber naja, daher werde ich nicht ganz so viel reden, beziehungsweise versuche ich es, ob ich es kann, abwarten. Und ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Ich rede auch so ein bisschen nasal. Ja, schlägt sich bei mir immer gleich auf die Lunge nieder, solche Allergien. Aber ja, los geht's. Schauen wir erstmal. Wir warten noch auf die anderen Spieler. Heute kam ein großer Patch für das Hauptgame raus. Also es ist ja noch so ein Testserver, der die Ladezeiten erheblich verringern soll. Beziehungsweise auch mehr Grafikmöglichkeiten bietet. Und die Performance erhöht. Ja, probieren wir doch mal. Da ist schon auf den Pflicht geflogen. Da auch. Da sind Rahmen. So, ich spiele auch wieder meinen Hauptcharakter. Beim letzten Video habe ich ja so einen Zweitcharakter gespielt, weil es ja auch sehr spontan war. Jetzt spiele ich aber halt wieder mal dann Hauptcharakter, den ihr schon in den ersten zwei Gameplays, also Hauptgameplays gesehen habt. Da sind eine ganze Menge Enemies. Have to be aware. Okay. Ja, da schießt einer. So, gehen wir mal hier hoch und gucken, was Sache ist. Kann ich eigentlich auch hinnehmen? Ja, ne. Da haben wir so eine komische Witch-Uschi. Also, ihr wisst ja, ich weiß den Namen nicht. Da hinten ist der. Oh, sind hier viele Gegner. Das habe ich aber nicht verdient. Ich habe auch keinen Schal einfach. Ich gemacht, dass ich die auch gebohrt habe. Oh nee, ich hab die jetzt. Hä, wie soll ich denn die alle gepult haben? Ich war doch ein Stealthy. Kann ich. Ich hoffe, der Wicht rennt mir jetzt nicht noch hinterher. Ich habe auch nicht den Kopf getroffen. Das war irgendwie gerade gar nichts. Scheiße. Oh, die Mistviecher hasse ich ja. Uiuiui. Wirkt eher so, als würde ich den Patch ein bisschen was. Bei der Balance im Arsch. So, okay. Nochmal mein Glück probieren. Ah, shit. Spieler, Monster. Was denn noch alles?
Da sollte ich mich eigentlich nicht hinbewegen, aber YOLO. Wäre natürlich jetzt echt ein bisschen enttäuschend, wenn ich jetzt schon sterbe. Jetzt, wo die Runde eigentlich gerade erst angefangen hat. Ist ja viel so verlockend, auch dieses Viech zu töten. Nase. Gut, war ja unaufmerksam. Da. Ach ja, hat noch nie einen anderen Shooter gezockt. Nein, alles gut, hat er passiert. Aber gut, ich habe ihn bekommen und jetzt bin ich am Arsch, weil ich nicht weiß, wie ich hier wegkommen soll. Weil hier nur Pfütze. Ihr wisst, was ich meine. Da hinten habe ich den gekillt. Da komme ich auch nicht rein. Hey. Es läuft sehr gut wieder bei mir heute. Da ist ein Viech drin hier. Seht ihr das? Das zu. Ich war ja wohl eine Etage über den. Wie hat er mich gesehen? Das ist ein bisschen albern manchmal, aber hey, okay. Ja, da ist doch nichts drin. Ich habe mich getäuscht, aber Lebenspunkte kriege ich ja. Yay. Wenigstens anfangen. Oh. Ist mir noch nie aufgefallen, dass da welche hängen. Ja, gut, jetzt ist auch egal. Ich glaube, spannender wird es jetzt, die Leiche von dem Typen zu finden. Den Punkt habe ich jetzt. Doch wo lag denn jetzt hier der Typ? Das ist immer meine Orientierungssituation und ich vertrage uns derzeit nicht so. Der war doch hier ganz in der Nähe. Oder? Ah, oh, ist jetzt. Ich würde es hier auch nicht wie so ein Appel suchen. Wann sind die Viecher hellhörig geworden? Kann ja nicht mal ganz entspannt irgendwo lang schälen. Ah, da. Dann ist der hier gestorben. Wenn ich jetzt noch seine Leiche sehe, bin ich glücklich. Ja, das habe ich auf Video. Das Spiel. Deine Betrügerei unterliegt da. Und $50. Yeah. Okay. Nächster Punkt. Wie läuft es heute auch nicht so gut im Spiel? Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder ich mache weiter. Oder ich ziehe mich zurück. Ah, schwer zu sagen. Ich habe ja auch kein Medikit mehr.
Oh, scheiße, habe ich mich gerade erschrocken. Dich habe ich ja gar nicht gehört. Eieieiei. Habe ich mich erschrocken. Uiuiui. 20 Jahre älter geworden. Gefühlt. Alter. Ah, ich meine, ich sollte mich, glaube ich, wirklich zurückziehen. Meine Kräfte sammeln und dann nochmal mein Glück probieren. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, weil ich kriege hier ständig auf die Nase und bin total unkonzentriert, so ein bisschen. Also, naja, nicht unkonzentriert, das klingt irgendwie falsch. Aber naja, okay. Wenn ich jetzt hier drin Medipack finde, mache ich weiter. Okay, ich finde kein Medipack, schade eigentlich, ich hätte gerne weiter gemacht. Okay, na gut, wir machen mal noch weiter. Vielleicht wird's ja was. Was ist das? Nein. Hundis. Der dauert doch mal so lange, bis er die Waffe wieder rausgeholt hat. Also ich muss sagen, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Was ja jetzt nichts per se Schlechtes ist, aber ich merke schon, hu. Da schreit ein Pferdchen. Okay, da hinten. Mal schauen. War hier nicht auch was? Okay. Und gleich in Deckung. Ob da irgendwo einer sitzt, vielleicht mit einem Scharfschützengewehr, mich mit One-Shot macht. Wie ich mein Glück kenne, könnte mir das passieren. Oho. Entis. Da sind sie, die Enten. Aber mein Spieler war eigentlich hier in der Nähe gewesen. Okay, oh, nach unten rechts. So lang muss ich jetzt. Na gut, gucken wir mal, wie weit wir jetzt da lang kommen. Entschuldigung. Ja, man denkt immer ein bisschen, ich bin krank, aber das ist wirklich nur Allergie. Bin ich auch echt, muss ich sagen, immer ein bisschen angenäst. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Weil das halt immer ein bisschen einschränkt, besonders wenn man, ich mache ja immer relativ viel Sport, auch wenn ich relativ kräftig bin oder mopplig, sagen wir mal so.
Und wenn man dann aber immer so Bronchial-Scheiße kriegt, wenn man mal sein Zimmer staubsaugt oder sowas, ist das eher ein bisschen unpraktisch. Aber naja, muss man durch. Manche haben was anderes und das will ich auch nicht haben, also naja. Oh. Warum habe ich nicht gezielt? Ich töte. Warum habe ich nicht besser gezielt? Ja, sicher, sicher. Ich weiß jetzt nicht, habe ich den jetzt gekillt? Ich habe dieses. Dann kann dieses Geräusch zum Töten kann gerade untergegangen sein. Weil ich. Die Muni habe ich jetzt genug. Wenn er jetzt klug ist, hätte er mich jetzt flankiert, wenn er noch lebt. Der hier durchs Gebüsch wäre mich rangekommen, hätte mich erschossen. Also naja, was heißt, wenn er jetzt klug ist, wenn er die Situation richtig einschätzt und sieht, dass ich ja nicht so gut bin. Oh, Scheiße, er ist weg. Oh, fuck it. Ich habe gehofft, dass er hier liegt. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich dachte echt, ich habe ihn irgendwie gekillt dadurch. So, das ist nicht. Nee, das ist ja nicht. Natürlich kann er jetzt sein, dass er sich. Ich nicht lang. Ach, ich bin aber auch manchmal ein bisschen doof. Ich sag gerade noch, da sollte ich nicht lang. Was mache ich? Ich gehe da lang. Ich gehe nur durch die Tür statt durchs Fenster. Hey, dafür sollten Sie mit einem Preis belohnt werden. Okay, wo könnte der hier? Also ich habe hier auf ihn geschossen. Also entweder liegt er hier irgendwo tot oder er muss sich zurückgezogen haben, aber ich kann es nicht sagen, weil dann hat er ja nur begrenzte Möglichkeiten. Oder er liegt da hinten. Nee, das Ding hat gerade gezockt, das war es ja nicht. Oder er weiß, dass ich zu dem Punkt da will. Kann ich noch nicht, keine Aussage zu tätigen. Mir wäre sinnvoller, wenn ich den jetzt hier finde. Komm, ein bisschen Glück und ich finde ihn. Ah, oh, ich habe ihn gefunden. Oh, 500 hat er dabei. Mann, das war ein reicher Junge. Davon könnte ich mir was Schönes kaufen. Zum Beispiel eine neue Grafikkarte. Ja, jetzt soll ja irgendwann mal die neue Grafikkartengeneration von Nvidia rauskommen. Die RTX noch was.
also 2000er Serie, finde ich auch sehr interessant. Aber der Preis ist mir einfach zu hoch. 600, 700 € für eine 1070. Also für eine 2070. Finde ich ist nicht unbedingt gerechtfertigt. Also ich hatte schon bei der 1070er zu schlucken. Damals habe ich 500 €, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Geld das ist. Nach meinem Abitur mir eine gekauft, weil ich ja Abitur fürs Abitur Geld von meinen Großeltern bekommen habe. Dafür habe ich mir einen Laptop für die Uni gekauft, der viel zu groß war. Also wenn ihr mal studieren wollt oder irgendwo was Mobiles wollt, holt euch keinen 15,6 Zoll oder 17 noch, sondern nur 14 oder 13 Zoll Laptop. Und da hatte ich dann halt Geld über, beziehungsweise habe mir nicht den teuersten Laptop genommen. Und ja, so habe ich dann eine 1070 gehabt für 500 €. Meine Freundin sagte mal, ich soll nicht so viel Geld für sowas ausgeben, aber für mich, es ist ja auch, wenn es das Hobby ist, dann finde ich, kann man dafür auch das Geld ausgeben. Na, ja, das war jetzt vielleicht doof. Das ist natürlich jeder Spieler in 3 Metern Entfernung alarmiert. Okay, wir wissen, dass zwei tot sind. Ja, auf jeden Fall die neue Grafikkartengeneration. Das ist selbst mir zu teuer. Also, da müssten schon bei der 2070er mindestens doppelt so schnell sein. Aber das glaube ich nicht. Die sind ja meistens 30, 40, 50% so schnell. Was jetzt nicht heißt, dass ich mir die nicht vielleicht irgendwann doch hole, wenn der Preis extrem gefallen ist. Was ja auch gut möglich sein kann. Bei den Preisen werden viele trotzdem sagen: Nee, sehe ich nicht als gerechtfertigt an. Ja, und die 1070er, die reicht ja auch derzeit noch. Also ich hatte jetzt hier in diesem Early Access Titel, das muss ich mal nochmal zu sagen, ein bisschen zu kämpfen, wenn ich aufgenommen habe und in Ultra gespielt habe. Aber das Spiel ist ja noch in Entwicklung. Und bei Battlefield 5, also die Beta habe ich jetzt gespielt, ist ja auch noch ein bisschen in der Entwicklung, auch wenn ich glaube, ich glaube zwar schon, dass das abgeschlossen ist. Da ist mir halt aufgefallen, dass das. Nee, es ruckelt nicht. Das hat 60 Frames, die dauerhaft und oder 80 Frames oder 70 Frames. Aber ich habe das dann auch auf nur hoch gespielt und nicht Ultra. Und es hat sich irgendwie so, naja, so komisch angefühlt. Nicht so optimal, wie ich das gerne hätte. Und ich hasse es echt, wenn Spiele nicht schön rundlaufen. Also wenn die sich ruckelig anfühlen. Oder zäh. Das finde ich bei Spielen ist kritisch. Links lang. Ich lasse nach geradeaus, dann links. Rufst du mich jetzt an? Aber ich habe halbwegs viel Muni. Das ist schon tot. Hab ich ein Glück, dass er schon tot ist. Oh, shit. Komm, zeig mir deinen schönen Kopf. Okay. Ah, ich spiel's aber auch ein bisschen dreist. Muss man ja mal sagen. Ich habe nur Angst vor diesen Hunden hier in dem Spiel, weil die sind echt, also Spieler und Hunde. Wobei die Hunde finde ich nochmal ein bisschen gefährlicher, weil die Spieler, die verschießen sich. Da kannst du manchmal viel noch mit, ich reagiere schneller oder ich spritze, treffe besser ausklären. Aber wenn du einen Hund an dir hast, dann musst du treffen und laufen können gleichzeitig am besten. Also darfst nicht einen auf Panzer machen, der nur im Stehen treffen schießen kann. Beziehungsweise zielen kann und schießen kann. Die sind nämlich echt gefährlich, diese Viecher. Ich weiß nicht, ob dir das im letzten Video passiert ist. Ich glaube schon, wo mich dann der Hund. Oder. Nee, ich glaube nicht. Also mich hat auf jeden Fall schon mal ein Hund gefressen im Spiel. Ein paar Mal, sogar zweimal schon. Aber noch nie ein normaler Zombie, kein Bossgegner. Nur Spieler.
Da ist noch so ein Fliegviech. So. Ja, das war meine Lunge. Ich vermute mal, hier haben sich auch schon einige Spieler über den Haufen geschossen. Ich habe jetzt zwei. Okay, den zweiten hätte ich auch schneller töten können, aber dafür habe ich den ersten. Oh, das ist die Spider. Scheiße. Da ist sie. Die Süße. Ich lieb sie. Ey, komm, seid ruhig. Psch, 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 psch. Wie gut eigentlich diese Grafik ist. Muss man ja eigentlich nochmal sagen. Also, okay, hey, ist jetzt vielleicht im Vergleich jetzt nicht mehr die allerkrasseste Grafik, aber wenn man mal so an früher denkt, wie ich Spiele immer aussahen. Okay, Crysis sah schon immer gut aus und das erste Far Cry sah damals auch gut aus. Okay, ich muss gestehen, ich habe es auch erst viel früher, später gezockt. Weil ich ja noch viel zu jung da war, als das rauskam 2004. Wie alt war ich da? 7? Nee. 8. Da konnte ich sowas noch nicht spielen. Also, ja, doch, konnte ich sicherlich schon, aber so zuträglich wäre das nicht gewesen. Wobei, bei mir zu Hause war das nicht so dramatisch gesehen, wenn ich mal Spiele für größere gesehen, Kinder gespielt habe. Größere Kinder in Anführungsstrichen. Mit meinen 1,70 bin ich immer noch ein kleines Kind. Auf jeden Fall. Jetzt geht wieder das einmal eins der Schießereien los. Das Viech hält viel aus und ich kann oft ein bisschen was einstecken. Okay, da brauche ich ja nicht gleich ziehen. Oh.
Wo bist du hin, meine Süße? Da bist du. Ja, ich hätte auch einfach linke Maustaste drücken können, dann hätte ich auch mit der normalen Waffe geschossen. Naja, so ist das halt manchmal. Ich kann nicht hören, ob dann Spieler kommt, wenn dieses Mistviech, die ganze, das Viech da draußen so einen Lärm macht. Bitte sei leise. So, das ist übrigens, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ja, obwohl ich angeschlagen bin und die Runde nicht spielen wollte, es ist Viech tot. So, bei 17% sind wir. Prozent. Mann, 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 das läuft ja wieder gut. Was haben wir hier eigentlich für einen Revolver? Oh, ein Revolver aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Also ein Offiziersrevolver. Schätze ich, das. Warte mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mir mal das Bild angucken, ja. Ich weiß nicht, Colt 18. Da kommt ein Spieler. Da kommt ein Spieler. Da sind Vöglein weggeflogen. Scheiße. Ja, also der Colt ist so ein, also die Pistole, ich bin mir ja nicht ganz sicher, der Revolver hat man halt im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg benutzt und auch ganz viel im Westen. Das hier ist, glaube ich, oh, jetzt bin ich mir, oh, das nennt man das Single-Action-Abzug. Und zwar, wenn du schießt, musst du immer den Hahn wieder nach hinten ziehen für den nächsten Schuss. In den ersten Western oder so, die man so kennt, sieht man das auch noch, dass die Pistole, da haben die geschossen und haben diesen Repetierhebel immer wieder nach hinten gezogen, um wieder schießen zu können. Das war, denkt man ja heutzutage wie bescheuert, aber das war damals sehr moderne Technik und wurde
dann abgelöst durch den Double-Action-Abzug. Und zwar konnte der, wie man das vielleicht von heutzutage kennt, wenn man geschossen hat, hat sich die Kammer gedreht. Hat sich die Kammer Ding gedreht. Und wenn die sich gedreht hat, Scheiße, der wartet da. Das mache ich nicht. Dann gehe ich lieber hinten lang. Hier diese Hauptstraße da folgen. Da muss der mir hinterherkommen, nicht ich ihm. Mal gucken, genau. Auf jeden Fall da Single-Action-Abzug. Du hast halt geschossen, hast musstest selber den Hahn nach hinten ziehen und konntest dann wieder schießen. Beim Double Action hat sich der Hahn dann automatisch wieder aufgespannt. Also es hat sich die Kammer gedreht, sodass du die nächste Patrone verschießen konntest. Und dann konntest du wieder schießen. Und es gab auch verschiedene Nachladeprinzipien. Du konntest bei manchen Revolvern die ganze Kammer rausdrehen, wie man es vielleicht von so Spielzeugrevolvern kennt, und so mehrere Kugeln auch beladen. Oder du konntest bei dem hier ist es glaube ich so, dass du einzelne Kugeln lädst. Ja, ich glaube schon. Also sprich, du musst immer gucken, wie du nachlädst. Ich gehe links lang. Also sprich, du hattest dann immer so, hast dann so ein Ventil geöffnet und da konntest, naja, Ventil ist jetzt falsch ausgedrückt, du hast dann so einen Platz geöffnet, so einen Stecker, so ein, ja, so ein, wie nennt man das, wie so ein Nippelchen und da konntest du dann die Kugeln reinschieben. Das. So. Heutzutage, wenn man, es gibt ja noch Revolver, besonders noch bei den Amerikanern, die nutzen da, die Polizisten sind da oft noch mit so 35er Revolvern ausgestattet. Die haben so ein Ding, was du öffnen kannst, also so die Kammern, die du rausholen kannst, also dieses Drehrädchen. Und das ist ganz cool. Das war schon echt moderne Technik damals. Die gab es auch noch im Ersten Weltkrieg, also diesen Nagant-Revolver, den ihr hier seht, das ist ein belgischer. Den haben die Ru hat die russische, die zaristische Armee im Ersten Weltkrieg noch benutzt. Und auch noch später wurde die auch bei NKWD-Einheiten, glaube ich, so hieß das, dem sowjetischen Militärgeheimdienst. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die Abkürzung korrekt ist. Die hatten diesen auch noch im Einsatz. Ja, die hatten aber jetzt nicht so die massive Mannstoppwirkung, also. Das ist hier wie so ein bisschen im Spiel und so ein Revolver ist halt auch nicht präzise. Ja, also, die haben zwar auch gezogene Läufe, viele glaube ich. Wobei das da müsste ich jetzt auch ein bisschen raten. Aber das war jetzt nicht so, dass du da auf mehr als 20 Metern wirklich effektiv kämpfen konntest. Oder dass sie überhaupt dafür gemacht wurden. Weil die sollten halt eigentlich nur den Gegner mal kurz aufhalten, damit du halt mehrere Schüsse ersetzt. Deswegen hat auch der britische SAS, das habe ich schon mal im Escape-Video erzählt, diese 9 mm bei ihrer P226, diese Herzwaffe, die hat nicht so die massive Mannstoppwirkung und darum schießen die immer Doppelschüsse, also so Taps nennen die das. Also halt immer Tap Tap, also zwei Schüsse. Pum Pum. Also jetzt würde ich zweimal auf die Maus draufklicken, um halt zwei Kugeln abzuschießen, um halt den Gegner damit aufzuhalten. Ja. Darum gibt es auch sowas wie die Desert Eagle, halt mit so riesen Kalibern, weil halt die Mannstoppwirkung gebraucht wird, beziehungsweise ist, glaube ich, eine israelische Waffe, weil man es halt kann.
Jetzt war ich ein bisschen dödelig, merke ich gerade. Ja, da dachte ich eigentlich, dass das ein Doppel-Tetshot war. So, okay. Und da fliehen wir auch schon. Kann er mal schießen mit dem Ding? Ja, genau. Da habt ihr es gesehen. Da habe ich das so in die Seite reingeschoben. Manchmal ist dann halt so auch sowas vor. So Minökitchen. Okay, hey, geil. Es war eine super Runde, auch wenn ich mich heute nicht so topfit fühle und schwere Atemprobleme habe geführt. Ich habe zwei Spieler getötet, habe das Monster getötet, bin von einem Spieler weggerannt. Das ist mal ganz in Ordnung gewesen, glaube ich. Jetzt schauen wir erstmal, was es so an Erfahrungspunkten gegeben hat. Und ich habe halt nur noch 500 Euro Geld bekommen, Dollar be 500 Dollar bekommen. Oh, cool. Kopfgeld, ja. Oh. Oh. Ja, Erfahrung lohnt sich. Wieder mal. Dann sollte ich wieder ein Level up sein. Und dann gibt es wieder Erfahrung für meinen Hauptcharakter. Und den müsste ich auch bald hier in die Rente schicken können. Weil dann gibt es auch nochmal Bonuserfahrung, wenn ich den in die Rente schicken kann. Boah, 500 Dollar. $1000. Oh, yeah. 34. Ja, das rentiert sich. But. Ja, ich habe das Windfield 1873 freigeschaltet. So. Gucken wir mal ab, was wir mit dem Jäger jetzt hier machen können. Genau gesagt, nix. Ich dachte, ich kann ihn jetzt irgendwie in Rente schicken. Leider nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier die C. Was ist der Unterschied? Ach, 15-schüssigen. Ja, 15 Schuss, das macht sich bemerkbar. Dann haben wir danach diesen Nagant-Ding hier, das habe ich auch schon gesehen und gelesen. Danach kommt dieser Mannstopper. Okay, das ist für Präzisionsschützen besser. Und darauf freue ich mich eigentlich schon irgendwie, dieses Schweizer Gewehr da. Da gucken wir mal, was wir so Kleines bekommen haben. Den Nagant-Offiziere-Revolver. Das ist ein Unterschied, außer dass er teurer ist. 7 Schuss, 6 Schuss. Ja, gut. Ja, die nehmen sich, denke ich, beide nicht so wirklich. Ja, okay, YouTube. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein bisschen was gesehen bei mir. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und könnt meine Atemprobleme ein bisschen verzeihen, falls ich ein bisschen gruselig klang. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ahoi dann!